Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Hardy. Heute gibt es ein Avocado-Dip, genannt Guacamole. Ich muss leider das Video nachvertonen, weil irgendwie ist mir das Mikro ausgefallen, die Batterien waren leer. Ich benutze vorwiegend Akkus und ein Set war wohl nicht mehr in Ordnung. Was mache ich hier? Ich schneide eine Avocado auf, eine halbe habe ich da liegen. Das sind Reste vom überbackenen Baguette, das ich in einem anderen Video zeige. Also Zwiebeln waren noch übrig und Tomaten. Jetzt schneide ich als erstes mal Knoblauch. Für mich gehört er unbedingt da rein. Hier mache ich die Haut runter, indem ich die Knoblauchzehen reibe. Das ist für den Kompost. Jetzt wird der leckere und gesunde Knoblauch eingeschnitten. Ich wundere mich immer, dass ich mich nicht schneide bei meinen Pranken, aber es funktioniert ganz gut. Jetzt hacke ich das noch ein bisschen. Technik ist auf der einen Seite das Messer festhalten und mit der anderen dann den Hackhebel bilden. Das sind die Tomaten, die vom anderen Gericht noch übrig geblieben sind. Die schneide ich auch noch mal kleiner. Jetzt hole ich mir die Avocadofrucht aus den Hälften heraus mit einem Löffel, geht ganz einfach. Die sind wirklich ideal gereift, haben eine schöne Farbe, keine braunen Stellen. Besser geht's nicht, sind schön weich. Und früher habe ich die Avocados in einem Glas oder so gedrückt, das hat immer geflutscht. Mittlerweile mache ich das auf dem Brett. Da können sie mir nicht in der Gegend herumflutschen, sondern bleiben da, wo ich sie haben will. Ich mache sie klein. Das kommt jetzt in ein Gefäß, da spare ich mir ein zusätzliches Kochgerät. Da bleiben sie nur noch drin und kommen später in den Kühlschrank. Ab mit den Avocados, den Zwiebeln, dem Knoblauch und der Tomate da rein. Jetzt gebe ich etwas Olivenöl drauf. Das mache ich frei Schnauze, je nach Menge der Avocado. Etwas Zitronensaft, in dem Fall kein frisch gepresster, sondern fertiger. Der verhindert, dass die Guacamole oxidiert und braun wird. Und gibt natürlich Frische im Geschmack. Jetzt kommt Salz drauf, dann Pfeffer. Ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Gericht, das aber als Brotaufstrich oder als Dip zu meinetwegen auch Gemüsestangen oder zu anderen Fingerfood-Sachen, nicht Fastfood, Fingerfood sehr gut passt. Ich mache die klein geschnittenen Schalotten noch dazu. Keine Ahnung, was ich da wieder alles erzählt habe. Nehme auch den Tomatensaft noch mit. Das ist der Abfall, in Anführungszeichen, der entstanden ist. Kommt auf den Kompost. Jetzt wird ordentlich nochmal durchgemischt. Da sollte man einigermaßen sorgfältig sein, je besser das gemischt ist. Da ist was rausgefallen, habe ich gleich gefuttert. Umso schöner ist es, hier entscheidet man jetzt auch, ob man die Guacamole eher ein bisschen stückiger haben möchte oder cremiger. Je länger man mischt, umso cremiger wird sie. Das ist so cremig, aber noch leicht stückig, so mag ich das am liebsten. Und offensichtlich schmeckt es mir, ich bin total begeistert. Fertig, Deckel drauf, Kühlschrank und für den kleinen Hunger zwischendurch.